Moin Moin, hier ist euer Lego-Fan. Diesmal habe ich so ein paar Triple Piston Extender für euch. Und zwar habe ich zwei Versionen. Einmal hier, der ist 4x4x5. Und hier drüben einen, der ist 5x5x5. Der ist zwar größer, aber dafür ist er natürlich schneller. Es könnte sein, dass das so ein bisschen leckt. Ich habe diesmal auf Vollbild. Am PC ist halt nicht so der beste, aber vielleicht ist dadurch das ganze Bild so ein bisschen größer bei auf YouTube und keine Ahnung. Ist nur zum Testen. Wenn es nicht so gut ist, mache ich beim nächsten Mal wieder weg. Naja, wie auch immer, dann zeige ich euch mal die zwei Versionen. Ja. Also im Ausfahren sind die exakt gleich schnell. Aber im Einfahren ist der wesentlich schneller. Ich glaube, das sieht man jetzt auch. Und warum ist der schneller? Weil der Ein-Tick-Arrays benutzt. Das heißt, alle Repeater, die an die Pistons gehen, sind auf einen Tick gestellt. Das heißt, dadurch wird das Signal nicht irgendwie verlängert oder so. Ja, aber ohne weitere Umschweife werde ich jetzt mal direkt zum Tutorial gelangen. Machen wir die drüben. Wir fangen zuerst mit der kleineren Version an. Dafür packen wir drei Stickies übereinander und oben einen Block. Ich nehme den Diamantblock. Einfach nur Spaß. Dann packen wir daneben fünf, das heißt, einfach irgendwelche Blöcke und verschieben jeden zweiten so nach hinten. Dann haben wir so ein Zickzack-Muster. Dann packen wir da Fackeln rein. Und damit ist schon mal das Ausfahren der Pistons gemacht. Aber wenn wir sie einfahren wollen, passiert das. Deshalb müssen wir jetzt im Einfahren jetzt halt die Sachen machen. Als erstes ist es wichtig, dass wir testen, ist das auch ein Monostable Circuit, also das hängt von der Richtung und von den Koordinaten und alles mögliche ab. Deshalb setzen wir hier eine Fackel hin. Okay. Setzen wir hier eine Fackel hin, dicke Pisten ran, irgendeinen Block. Aktivieren das. Und deaktivieren das. Und wenn das passiert, müssen wir diesen Repeater auf Stufe 3 setzen. Kann ich auch mal zeigen, was dann passieren müsste. Genau. Manchmal ist es auch, dass dieser Repeater halt auf Stufe 4 bleiben kann. Müsst ihr halt gucken. So, als erstes müssen wir diese Pisten ausfahren. Da können wir einfach hier die Fackel ransetzen und hier ein bisschen Redstone hin verlegen. Dann passiert das. Als nächstes müssen wir diese Pisten powern. Das machen wir mit einem Redstone Dust, der in diesen Block geht. Den wir von oben anschließend powern. Und dieser Repeater muss auf Stufe 2. Und keine Angst, dass diese Fackel irgendwie durchbrennt, da die eh nur ein Tick an ist, macht das nichts. Als nächstes muss diese Piste hier ausfahren. Da kommt einfach ein Block daneben. Mit einem Repeater auf Stufe 2. Hier im Block. Und Redstone. Dann muss diese Piste ein Signal bekommen. Packen wir einfach Redstone, was an diesem Block geht. Ein Repeater auf Stufe 2 und einen auf Stufe 3. Und verbinden das mit Redstone. Damit sind wir auch schon fast fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass diese Piste sich einmal ausfährt. Und das ist im Prinzip auch ganz einfach. Da packen wir hier einen Block hin. Und einen Block diagonal, sodass wir so eine Art Treppe haben. Hier packen wir Redstone-Fackeln hin. Dann blockt das rüber und verbinden das mit Repeatern zu dieser Piste. Und dann wären wir auch schon fertig. Version 2 baue ich mal direkt daneben. Mit Eisenblöcken. Wieder genau das gleiche. Dann kommt hier wieder dieser Monostable hin. Ihr könnt natürlich auch die Fackel gleich hier hinsetzen, um zu gucken, ups, ist keine Pisten, ob das auch funktioniert. Dann muss auch wieder auf Stufe 3. Okay, also die erste Pistenaktion können wir genauso machen
wie eben. Dann zieht diese Piste die Piste da oben schon mal ran. Dann müssen wir wieder die ausfahren. Da packen wir wieder Redstone hier hin. Powern das aber von der Seite. Also von der Seite meine ich jetzt so, durch einen Block durch. Kommt hier ein Repeater auf Stufe 1 hin. Und hier einer. Und dann müssen wir hier noch eine Pappe machen. Dann ist wieder diese Pisten dran. Kommen hier zwei Repeater auf Stufe 1 hin. Ach ne, Quatsch, einer. Und der kriegt Power, indem wir hier einen Block hinsetzen, der Power von dieser Fackel nimmt. Und das in einen Repeater leiten. Jetzt muss diese Piste nochmal ausgefahren werden. Wir packen hier einfach drei Repeater hin. Verbinden das. Und jetzt müssen wir nur noch die oberste Piste ansteuern. Am besten, also vielleicht findet er ja auch selber irgendeinen Weg, um die zu powern. Ja. Also einer, der besser ist als der hier. Okay. Und damit sind wir auch schon fertig. Und ihr seht, er ist wirklich wesentlich schneller als der andere. Ja, damit ist dieses Video zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich ebenfalls über einen Daumen hoch freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen runter, schreibt aber auch, wieso das so war. Also wegen den Lecks, das tut mir jetzt wirklich leid, da kann ich nichts für. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hoffentlich. Okay, tschüss.